in die kühle Donau. Würde dieser Junge weiterschwimmen, wäre er sofort in einem anderen Land. Die Donau ist hier Grenzfluss zwischen Kroatien und Serbien. Ich befinde mich in Vukovar, einer Stadt, die ich bisher vor allem mit dem Schrecken des Unabhängigkeitskrieges verbinde. 1991 lieferten sich Kroaten und Serben hier eine erbitterte Schlacht. Nun bin ich unterwegs zu Menschen, die den Krieg erlebt haben. Aus den Trümmern haben sie sich eine neue Existenz aufgebaut. Den Wasserturm haben die Menschen aus Vukovar bewusst stehen lassen. Er ist ein Mahnmal und soll daran erinnern, dass die Stadt nach 3 Monaten Belagerung zerstört war. Der Alltag ist zurückgekehrt, alles ganz normal. Wären da nicht die Einschusslöcher und die Kriegsschäden an den Fassaden. Im Café treffe ich Ivor Meier. Er wird für mich übersetzen. Mit Ivors Hilfe tauche ich weiter ein in ein für mich unbekanntes Europa. Unsere Reise hat in Furtwangen im Schwarzwald begonnen. Mittlerweile bin ich in Vukovar angelangt, im Osten Kroatiens. Mein erstes Ziel ist die Fabrik der Firma Borovo. In der Produktionshalle werden edle Schuhe für wohlhabende Kroaten hergestellt. Das Unternehmen ist ein wichtiger Arbeitgeber in der Region. Rund 1000 Menschen haben hier einen Job. Früher waren es über 20.000 Beschäftigte, bis der Krieg alles zunichte machte. Genaueres erzählt mir der Maschinenbauingenieur Ivan Hubalek. Er war Chef der Schlosserei. Trotz des Krieges hat er es nicht übers Herz gebracht, seine Heimat zu verlassen. Alles ist sicher, also es gibt keine Minen. Hier war sein ehemaliges Büro. Es sei schwierig, meint er, das alles zu sehen. Aber es tue ihm auch gut, darüber zu reden. Er hat als Direktor gesessen, als Leiter. Das war also seine Kanzlei, sein Büro. Ja, das etwas. Ja, ja, hier war ein großer Tisch. Hier Und hier hing ein Bild von Tito. Wissen Sie noch, wie es Ihnen ging damals, als Sie realisierten, jetzt geht der Krieg los und wir werden bombardiert? Ich hatte nicht das Gefühl, dass ein Krieg ausbrechen wird. Ich dachte, es bliebe bei Scharmützeln, die nach ein paar Tagen vorbei sein werden. Der Konflikt würde friedlich gelöst werden, auch durch die Hilfe internationaler Beobachter. Europas Verstand würde uns vor einem Krieg bewahren. Davon war ich überzeugt. Und dass wir weiter friedlich miteinander leben und die Zusammenarbeit in der Fabrik fortsetzen könnten. Ivan Hubalek ist ein optimistischer Mensch, doch er hoffte vergebens. Statt Schuhe produzierte er mit seinem Team kurzerhand Waffen für die kroatischen Soldaten. Gezwungen sei niemand geworden, beteuert Hubalek. Freiwillig hätten alle mitgeholfen. Sie hörten die Granaten, die Bomben. Wissen Sie noch, wie es Ihnen damals ging hier? Im ersten Moment hatte ich Angst. Später bin ich trotz der Kämpfe von Vukovar hierher zur Arbeit gefahren. Immer mit dem Fahrrad, damit ich hören konnte, wohin die Granaten fliegen. Hatte Ihre Frau nicht Angst, dass Sie alleine mit dem Fahrrad zu Fabrik? Natürlich, aber das Leben musste ja irgendwie weitergehen. Ivan Hubalek möchte mir noch mehr zeigen. Es sei ihm wichtig, dass ich das ganze Ausmaß der Zerstörung sehe. Das hat alles gebrannt. Ja, die ganze Etage ist ausgebrannt. Hier wurde das Schuhwerk aufbewahrt und verschiedene Klebstoffe, die brennen sehr leicht. Haben Sie im Krieg eine Verletzung erlitten? Am Ende der Belagerung wurde ich durch eine Mörsergranate verwundet. Sie schlug ungefähr 7-8 Meter entfernt von mir ein. Durch die Explosion bin ich zuerst wahnsinnig erschrocken.
Dann habe ich gespürt, dass Blut an meinen Beinen herunterläuft. Doch ich konnte noch gehen, sogar laufen. Ich glaube, ich bin damals die 150 Meter bis zum rettenden Keller schneller gelaufen als Olympioniken. Die Gebäude stehen immer noch, weil es schlicht zu teuer sei, sie abzureißen. Kann in einer solch beklemmenden Szenerie überhaupt ein Neuanfang möglich sein, eine wirkliche Versöhnung? Ja, sagt Ivan Chubalek. Als stellvertretender Bürgermeister von Vukovar habe er sich auch für die Annäherung der beiden Länder eingesetzt. Wir sind keine Feinde mehr. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Doch bis zu einer vollständigen Normalisierung dauert es sicher noch 10 bis 15 Jahre. Dafür braucht es vor allem Arbeitsplätze für die jungen Leute. Während der Arbeit kommen sie in Kontakt miteinander und werden schlussendlich auch Freundschaften knüpfen. Menschen wie Ivan Chubalek geben mir Hoffnung, dass die blutige Vergangenheit überwunden werden kann. Zumal dieser Krieg, wie jeder Krieg, zwei Seiten hat. Dessen bin ich mir bewusst, als ich das kroatische Borovo verlasse. Auf der anderen Seite der Donau liegt Serbien, das nächste Ziel meiner Reise. Die Fähre, die mich dorthin bringen soll, ist erst seit 3 Jahren in Betrieb. Alles ganz normal? Nicht ganz, denn es braucht eine Spezialbewilligung, damit man überhaupt die Fähre benutzen kann. Auch wir. Ivor hat sie für uns organisiert. Golubica, Täubchen heißt die Fähre. Eine Fähre allein bringt noch keine Versöhnung, aber vielleicht eine gewisse Annäherung, meint Ivor. Zumindest zwischen Vukovar in Kroatien und Bač in Serbien. Die Grenzpolizei jedenfalls beobachtet alles genau. Vieles ist hier am Grenzfluss noch nicht selbstverständlich. Gleich bin ich in Serbien. Dort treffe ich auf eine überraschende Geschichte. Sie handelt von einem ungewöhnlichen Mann und seiner Leidenschaft, der Donau. Sein Name ist Đuraram. Er ist einer der beiden letzten traditionellen Bootsbauer Serbiens. Und wie so oft im Leben, war es der Zufall, der ihn zum Bootsbauer machte. Als mein Vater überraschend starb, ließ er 2 unfertige Boote zurück. Und weil ich ihm oft geholfen hatte, also helfen musste, versprach ich den Kunden, die Boote fertig zu bauen. Jemand, der selber Boote benutze, könne sie auch bauen, war Đurarams Devise. Und weil er laut seiner Mutter rudern und schwimmen konnte, bevor er laufen lernte, entstehen heute unter seinen Händen wahre Meisterwerke. Nur Holzboote haben eine Seele. Holz lebt, arbeitet, atmet. Während Kunststoff nur gut aussieht. Mit einem Boot aus Holz kann man reden, mit einem aus Kunststoff nicht. Ohne viele Worte zu verlieren, baut er mit Handlanger Dario
bis zu 80 Boote im Jahr. Für 200 Euro das Stück. Sein Kundenkreis reicht bis nach Holland. Nach 6 Stunden ist das Boot fertig. Feierabend. Endlich hat Jura Zeit für seine zweite Leidenschaft, das Angeln. Schon als Kind zog es ihn fast täglich ans Wasser. Und wenn seine Eltern nicht wussten, wo er war, suchten sie ihn nicht bei Freunden, sondern an der Donau. Früher, erzählt Jura, sei er immer mit seinem Vater zum Fischen an die Donau gegangen. An den ersten Karpfen, den ich gefangen habe, erinnere ich mich noch genau. Ich weiß nicht, wer größer war, er oder ich. Aber das Wichtigste ist, ich habe gewonnen. Der Karpfen war 4 Kilo schwer. Jura, 4 Jahre alt. Und auch heute wieder jagt Jura einen besonders großen Fisch. Einen, der ihm schon mehrere Male entwischt ist. Ich habe ihn erwischt. Er hat mich schon öfter ausgetrickst. Aber dieses Mal habe ich gewonnen. Die letzten 4 Male hat er mich geschlagen. Es ist ein Amur, ein Karpfen, und er wiegt 16 Kilo. Ein solcher Fang gelingt Jura höchstens 3 Mal im Jahr. Prost. Stolz zeigt Jura seinen Kumpels im Fischerhaus den Fang. Eigentlich ist er aus einem anderen Grund hier. Mit einem Fisch, den er bereits am Morgen gefangen hat, kocht er eine traditionelle Paprika-Fischsuppe. Auch darin ist er ein Meister. Hört ihr, wie sie flüstert? Die Paprikasuppe flüstert einem zu, wenn sie fertig ist. Weil Fischsuppen Jurarang zuflüstern, weil er Fische zum Kampf herausfordert und weil er mit Holzbooten redet, nennen ihn seine Freunde liebevoll den Robinson der Donau. Nach heißer Suppe mit scharfem Paprika ist mir bei fast 40 Grad Hitze überhaupt nicht. Ich muss weiter, weiter flussabwärts. Diesmal nehme ich den Bus. Den Mann hinter mir kenne ich noch nicht. Erst während der Fahrt komme ich mit ihm ins Gespräch. Eine schöne Zufallsbegegnung,
irgendwo auf der Reise nach Novi Sad. Vasilia ist Lungenarzt und fährt zum Dienst. Mit 650 Euro im Monat könne er sich kein Auto leisten, erzählt er mir, aber er sei dennoch glücklich. Seinem Sohn rate er aber, Serbien zu verlassen. Zu wenig Jobs gäbe es für die Jungen. Doch das werde sich ändern, so hofft Vasilie. Und tatsächlich ist in Novi Sad ein Wandel im Gange. Die Softwareindustrie boomt. Novi Sad ist das junge IT-Mekka. Eines der Vorzeigeunternehmen ist die Firma Execom. Sie hat ihren Sitz hinter dieser unscheinbaren Fassade. Petr Ulic ist Mitbegründer des Unternehmens. In den 90er Jahren entwickelt er seine erste Software. Während des Krieges saß er tagelang vor dem Computer. Die einen blieben ohne Hoffnung zu Hause. Andere versuchten, das Beste daraus zu machen und zu arbeiten. Das Internet funktionierte immer noch. Und so war es möglich, Grenzen zu überschreiten, sich weiterzubilden und sogar für Kunden im Ausland zu arbeiten. Fast die Hälfte seiner Generation habe Serbien nach dem Krieg verlassen. Die, die blieben, machten aus der Not eine Tugend und bauten etwas auf. Ulic Firma hat heute 70 Angestellte. Diese kreieren verschiedene Software. Kerngebiet ist die Medizintechnik. Neben der virtuellen Welt geht die reale nicht vergessen. Fotos der Kinder aller Mitarbeitenden hängen im Sitzungszimmer. Das ist mein älterer Sohn. Und das hier ist mein jüngerer. Wir erinnern uns daran, warum wir hier sind, warum wir das machen, was wir machen. Die Zukunft von Execom, die Zukunft der Welt. Nur ein paar Straßen weiter befindet sich eine andere Software-Schmiede. Ilias Duden ist hier der Chef. Vor 5 Jahren startete er in seiner Wohnung mit einem Freund eine Firma. Die WG-Atmosphäre ist Teil der Firmenphilosophie. Die 14 Angestellten sind sowieso fast alle Freunde und Bekannte. Studens Weg ist eine klassische Erfolgsgeschichte. Der 29-Jährige studierte Robotertechnologie, kreierte in einer Arbeitsgruppe eine App, brach das Studium ab und gründete eine Firma. Ich musste mich entscheiden, 3 weitere Jahre an ein Studium zu verschwenden, ohne Aussicht auf einen Job, oder die Software weiterzuentwickeln. Darin war ich gut, also begann ich bald, Geld damit zu verdienen. Also Studium ohne Perspektive oder Geld machen und Spaß haben. Was im Silicon Valley funktionierte, ging auch in Novi Sad. Ilias Duden und Goran Radulovic waren jung, hatten keine Geschäftserfahrung, dafür aber eine gute Idee. Eine Projektmanagement-Software für eine effiziente Zusammenarbeit innerhalb von Firmen. Ihre Devise ist, günstige Alternativen zu teurer Bürosoftware anzubieten. Ich mache alles, was gerade ansteht. Wir alle sind Alleskönner. Jack of all trades. Jack of all trades, ja. Und darin sind sie erfolgreich. Über 10.000 Lizenzen haben sie bereits an international bekannte Firmen verkauft, darunter Nokia, Disney oder die BBC. Das Unternehmen schreibt schwarze Zahlen, trotzdem bleiben sie bescheiden. Doch einen Luxus leisten sich die Jungunternehmer. Milanka Erdici, sie kocht täglich für alle ein üppiges Mittagessen. Das Rezept von Ilias Duden scheint aufzugehen. Ich verdiene genug, um mir das Leben gut einzurichten, meine Eltern und meinen Bruder zu unterstützen und keine Schulden zu haben.
Die Angestellten verdienen zwischen 600 und 900 Euro. Das ist 2 bis 3 Mal mehr als der serbische Durchschnitt. Plus gratis Mittagessen im hauseigenen amerikanischen Diner. Ein wenig wie Silicon Valley. Für die 300.000 Einwohner von Novi Sad scheint das Leben besser zu sein als im restlichen Serbien. Landesweit liegt die Arbeitslosenquote bei 25%, in Novi Sad bei 17%. Es sei ihm wichtig, dass seine Angestellten sich wohlfühlten, erklärt Petar Ulic beim Firmenessen. Gemeinsam essen, diskutieren und im Hintergrund das Rauschen der Donau. Wenn du Probleme hast, geh an die Donau und schau, wie das Wasser an dir vorbeizieht. Und du wirst sehen, deine Probleme, Ängste und Sorgen lösen sich auf. Ohne die Donau wäre das Leben in Novi Sad nicht vorstellbar. Die Donau prägt die Menschen an ihrem Ufer. Das wird mir einmal mehr bewusst. So verlasse ich das junge Novi Sad und fahre entlang des Flusses bis nach Belgrad. Mit dem Bus geht es in die serbische Hauptstadt, eine der größten europäischen Metropolen. Belgrad ist auf unserer Donaureise die Verbindung nach Südosteuropa und damit das Tor zum Balkan. Die Weiße Stadt wird Belgrad auch genannt. Sie scheint mir etwas verruchter und weniger herausgeputzt als die anderen Donaustädte. Und gerade deshalb finde ich es hier umso spannender. In den Straßen erlebe ich ein fröhliches, ein blühendes Belgrad. Ein Belgrad, das jedoch auch zwei Seiten hat. Hier und da erinnern noch Spuren an das NATO-Bombardement von 1999. Der Kosovo-Krieg hat damals viele Roma in die Flucht getrieben. Ein Teil von ihnen ist zusammen mit anderen Roma in selbstgebauten Barackensiedlungen untergekommen. Rund 50 davon gibt es in Belgrad. Kennen Sie alle Familien? Wie die Menschen hier leben, zeigt mir Lepa Nedeljković. Sie ist selbst Roma und versucht, das Leid der Menschen zu lindern. Mehrmals pro Monat kommt Lepa in die Siedlung. Bei ihren Besuchen werde sie mit unterschiedlichsten Sorgen und Nöten konfrontiert, meint Lepa. Es gehe um Hilfe bei Behördengängen, medizinische Fragen oder auch einfach nur um den richtigen Umgang mit Säuglingen. Ihm ist warm, du solltest ihm den Strampler ausziehen. Der ist noch von heute Morgen, da war es kühler. Lepa kennt diese junge Familie erst seit 4 Monaten. Es ist ein großes Problem, dass sie einfach von Siedlung zu Siedlung ziehen. Man findet sie kaum am selben Ort wieder. Wenn sie hier waren und plötzlich weg sind, entsteht für uns ein riesiges Durcheinander. Bis wir herausgefunden haben, was los ist, vergeht Zeit. Das erschwert natürlich unsere Arbeit. Lepa ist eine von 75 Mediatorinnen. Mit deren Hilfe will die serbische Regierung die Lebensumstände der Roma verbessern. Es fällt mir auf, wie sehr die Menschen hier auf Lepa angewiesen sind und sie akzeptieren. Alle wollen sie zu sich einladen.
Diese Familie sucht Hilfe beim Ausfüllen eines Formulars für die Krankenversicherung. Mitten im Gespräch zieht der Vater plötzlich ein Tuch zur Seite und vor uns liegt ein schlafendes Kind. Ein Kind, dessen Ohr zugewachsen ist. Wäre es nicht besser, dem Rat der Ärzte zu folgen und diese drei Operationen machen zu lassen? Das Kind muss etwas hören, damit es sich normal entwickeln kann. Dann soll er womöglich noch im Spital bleiben. Hygiene und Pflege sind dann sehr wichtig. Ich habe Angst davor, ihn ins Spital zu bringen. Dort würde er nicht nur ein-, sondern dreimal operiert werden. Er ist noch ein Kleinkind und noch nicht so widerstandsfähig wie wir Erwachsenen. Der Kleine könnte nicht sagen, Papa, hier tut es mir weh, denn er kann noch nicht sprechen. Die hygienischen Verhältnisse hier sind schlecht und es wird eine große Wunde geben. Da muss alles sehr sauber sein. Stell dir vor, eine Mücke oder ein Käfer kriecht ihm ins Ohr. Nicht auszudenken. Dass mitten in Europa Menschen so leben müssen, in Bretterhütten, Sommer und Winter, ohne fließend Wasser, ohne Toiletten, das stimmt mich nachdenklich. Umso wichtiger erscheinen mir Menschen wie Lepa. Viele Roma sind gefangen in einem Teufelskreis von Armut und Kriminalität. Was ist denn das Schwierigste, das Sie erleben vor Ort? Die Leute haben keine Arbeit, von der sie leben könnten. Es schmerzt mich auch zu sehen, wie ihre Kinder am Straßenrand betteln. Aber was sollen sie tun, die Armen? So ergattern sie sich wenigstens eine Scheibe Brot. Oder wenn ich sehe, dass sie nackt und barfuß sind, auch das tut mir weh. Aber so sind eben die Probleme und Gegebenheiten hier in Serbien. Wir tun daher alles Menschenmögliche, um den Kindern zu helfen und sie auf den richtigen Weg zu bringen. Lepa kämpft darum, dass diese Kinder es einmal besser haben als ihre Eltern. Sie sollen gesünder sein und nicht auf Abwege geraten. Wie weit weg die Wirklichkeit von dieser Vision ist, das kann ich nur ahnen. Größer könnte der Gegensatz nicht sein als der, auf den ich jetzt treffe. Das andere Gesicht von Belgrad. Belgrad bei Nacht. Kein anderer Ort in Europa brilliert mit einem derart erregenden Nachtleben. Belgrad gilt als Partyhauptstadt. Da gehen die Wogen hoch und die Dekolletés tief. Belgrads Spezialität? Hunderte schwimmender Clubs an den Ufern von Save und Donau. Dort wird gefeiert, als gäbe es kein Morgen und keine Sorgen. Star der Belgrader Musikszene ist Goga Sekulic. Die Sängerin brezelt sich für einen Auftritt auf. Goga ist 35, seit 15 Jahren im Showbusiness und lebt teils in Belgrad, teils in Zürich. In der Schweiz wohne ich bei meiner verheirateten Schwester, hier in Belgrad bei meinen Eltern. Ich habe auch einen Schweizer Pass. Meine Karriere habe ich aber in Serbien gemacht. In der Schweiz mache ich keine Musik. Die Schweizer wissen nichts von mir. Goga singt Turbofolk, ein Mix aus Disco-Sound und Volksmusik. Eine Gattung nach dem Motto: Das Bild macht die Musik. Hey, böser Wolf, singt Goga. Meine Mutter weiß genau, was du von mir willst. Turbofolk ist in Serbien sehr populär und gleichzeitig sehr umstritten. Für viele ist er der Soundtrack der Milosevic-Ära, repräsentiert Schamlosigkeit und Protzerei. Was ins Auge springt, ist die ruchlos inszenierte Sicht auf weibliche Reize. In Belgrad hätten viele Frauen operierte Brüste, rechtfertigt sich Goga. Und ach, sie liebe halt das Spiel mit der Provokation. Yes, I'm ready.
Ich bin mit 1,81 Meter die größte Sängerin hier. Da ich kräftig gebaut bin, habe ich große Brüste und lange Beine. Wochenmitte, kurz vor Mitternacht. Goga schreitet mit Bodyguards und Tänzerinnen zum Live-Auftritt in einem schwimmenden Club. Um 3 Uhr früh soll er stattfinden, dann, wenn im Club am meisten Gäste sind. Gleich zu Beginn wird Champagner geordert. Bis zum Auftritt werden 300 Euro durch die Kellnerinnen, ein Monatslohn. Die Gäste sind jung, sehr jung. Ausnahmen bilden die Männer. Drei Uhr morgens. Gogas Auftritt. Goga singt von einer verlassenen Frau, die sich nicht unterkriegen lässt. Auch Goga will sich nicht unterkriegen lassen. Sie habe hart für ihren Erfolg gearbeitet. Es ist nicht einfach, Karriere zu machen und normal zu bleiben. Zum Glück habe ich alles alleine erreichen können. Nur mit Hilfe meiner Familie und meiner Freunde. Irgendwann sei die Zeit auch für sie um, sagt Goga. Die 35-Jährige denkt manchmal daran, eine Familie zu gründen und sich dann aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Die Musik verhallt. Ich lasse die laute Partystadt hinter mir. Ruhig und gelassen fließt die Donau weiter, unbeeindruckt von dem, was rundherum geschieht. Ich fahre vorbei an der stolzen Festung Golubac, weiter Richtung Rumänien. Nach Belgrad bildet die Donau die Grenze zwischen Serbien und Rumänien. Gemeinsam hat man in den 70er Jahren die Natur gezähmt mit einem Staudammprojekt, dem sogenannten Eisernen Tor. Der Staudamm ist die größte Kraftwerkanlage an der Donau und eine wichtige Schleuse für die Schifffahrt. Das Eiserne Tor ist auch Grenzübergang. Und so verlasse ich Serbien und erreiche Rumänien auf der anderen Seite des Staudammes. Orșova ist meine nächste Station an der Donau. Das Besondere, ein Teil der Stadt liegt unter Wasser. Der Wasserpegel stieg durch den Staudammbau um 70 Meter. 25.000 Menschen wurden umgesiedelt. In den Fluten versank auch die Insel Adakale, eine türkische Enklave. Die Bewohner von Adakale wurden mit ein paar tausend Franken abgespeist und gezwungen, sich woanders eine neue Existenz aufzubauen. So auch er, Ahmet Engül. Ja, ist gut. Ja. Gut. Sehr gut. Bevor ich mit Ahmet über Adakale und seine Geschichte sprechen kann, weiht er mich in die hohe Kunst des Kaffeekochens ein. Paul Tuzek, unser rumänischer Koordinator, übersetzt. Dieser Schaum oben drauf, das ist das Wichtigste. Das hier. Da, trebuie să rămână aia. Zum türkischen Kaffee serviert Ahmet eingelegte Feigen aus dem Garten, seinem kleinen Paradies, wie er stolz erzählt. Einfach so. Ahmet und seine Frau sind seit 47 Jahren zusammen und feiern bald goldene Hochzeit. Die beiden scherzen wie frisch Verliebte, aber als wir auf die Insel Adakale zu sprechen kommen, kippt die Stimmung. Nu știu, în astea, dacă
Ahmed zeigt mir alte Fotos seiner ehemaligen Heimat, die von der Donau verschluckt wurde. Es war so grün auf Adakale. Es gab viele Früchte. Äpfel, Birnen, Feigen oder Hagebutten. Alles gedieh dort prächtig. Gibt es irgendeinen Moment, wo Sie sagen, das war der glücklichste auf der Insel? Ich glaube, ich war die ganze Zeit glücklich auf der Insel. Ich denke jetzt mit so viel Nostalgie zurück. Alles, was ich dort erlebte, kommt mir heute vor wie ein schöner Traum. Ein schöner Traum, der mit dem Staudammbau ein jähes Ende fand. Bevor die Insel überflutet wurde, hätten die Behörden die Moschee, die Kaffeehäuser, die Paläste und alle Häuser abgerissen. Haben Sie dabei zugeschaut? Ja, am letzten Tag war ich dabei. Damals bin ich immer in die Nachbarstadt Turnu-Severin gependelt. Aus dem Zugfenster konnte ich sehen, dass mein Haus abgerissen wird. Am nächsten Tag bin ich mit einer Flasche Wein auf die Insel. Dann habe ich mich betrunken und bin neben dem zerstörten Haus eingeschlafen. Später bin ich in Tränen zurückgegangen. Was kann man da machen? Und die Entschädigung dafür war auch nur symbolischer Natur. Wir sitzen noch eine Weile beisammen und fassen dann den Entschluss, weiter donauabwärts zu fahren. Vorbei an der Stelle, wo einst Adakale lag und heute nur noch Wasser ist. Wir wollen auf die Insel Shimian. Sie liegt in der Donau südlich des Staudamms. Dort wollten die Behörden Adakale wieder aufbauen, doch so weit kam es nie. Wer heute nach Shimian will, braucht die Hilfe der Grenzpolizei und eine Sonderbewilligung. Die Insel ist inzwischen Sperrgebiet, weil sie an der Grenze zu Serbien liegt. Achtung! Ahmed zeigt uns Teile der alten Festung. Alle anderen Pläne seien verworfen worden, meint er bitter. Was ist das hier? Ja, das wurde auch aufgebaut. Also das wurde rüber transportiert aus Adakale hier und hier neu aufgebaut. Ja. Ahmed hat den Behörden damals geglaubt. Deshalb ließ er seine Mutter, die in jener Zeit starb, hier auf Shimian begraben, am Ort der vermeintlich neuen Heimat. Seit Jahrzehnten war Ahmed nicht mehr hier und nun will er das Grab seiner Mutter wiederfinden. Hier muss es irgendwo sein. Ich merke, dass Ahmed aufgeben will. Just da entdeckt er es. Ich wollte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir die Gelegenheit gegeben haben, das Grab meiner Mutter zu besuchen. Das erste Mal nach 44 Jahren. Es sind Momente wie dieser, die mir für immer bleiben. Es ist Ahmed in Orshova oder Lepa in Belgrad oder Ivan in Vukovar, die mir ein unbekanntes Europa näher gebracht haben. An diese Menschen muss ich denken, wenn jetzt meine Reise zu Ende geht und die von Urs Gredig beginnt. Ihm
unerzählig von der mächtigen Donau, von den Menschen und ihren vielen Geschichten. Und irgendwie wünschte ich, noch eine oder zwei mehr davon erleben zu können. Und das sind etwa, wo sind wir? Das sind etwa anderthalb Stunden oder so, wo wir da machen. Wir sind da. Danke, Donau. Adieu. Und alles Gute dir, Urs. Ich reise mit der Bahn, der Donau entlang, immer weiter nach Osten. Besuche das bulgarische Pompeji, das systematisch von Plünderern heimgesucht wird. Und entdecke neue Seiten des Flusses an Bord eines Kreuzfahrtschiffes auf meiner Reise Richtung Donaudelta.